Tornado Stream. Hallo und herzlich willkommen zu einem Tornado Stream. Heute geht's wieder weiter mit Defense Grid. Heute mit Level 14 und ich denke mal auch 15. Gehen wir mal gleich rein in die Story. Was haben wir heute? Befehlsgehorsam. Oh, ganz strenge Schiene. So, oh, ey, Story. Die Ausbildungsbasis des Militärs war ein Jahrtausend lang nicht in Betrieb. Ein Großteil der Infrastruktur wurde gestohlen, um als Baumaterial verwendet zu werden. Alles klar, gehen wir rein. Rein da. Ich habe hier eine Zeit lang gelebt. Sehen Sie diese Landebahn? Hier sind manchmal VIPs gelandet. Nicht oft, aber es war immer ein Großereignis, wenn sie kamen. Ja, was rede ich? Verzeihung. Sehen Sie, ich habe noch einen Turmplan gefunden. Für den Kommandoturm. Er ist, wie der Name schon sagt, äußerst nützlich. Er durchdringt ihre Tarntechnologie und kann Ressourcen bergen. Das dürfte recht nützlich für unsere Verteidigung sein. Quatsch doch mal schneller. Also, müssen wir nochmal anfangen, haben wir völlig verkackt. Hat irgendwie nicht gerade ganz hingehauen wieder. Also, wir haben ja den Kommandoturm, den Ressourcenturm, aber ich habe ja nur 700 Credits als Ressourcen, also muss ich irgendwas erstmal provisorisch bauen. Deswegen werde ich diesen Weg hier erstmal versperren. Ich will, dass die lange Route gehen. Und dann werde ich hier mich positionieren. Doppelt gemoppelt. Also, so. Somit habe ich die Möglichkeit, dass hier Schaden entsteht und wenn sie zurückkommen, hier Schaden entsteht. Und weil ich natürlich ein Arschloch bin, stelle ich hier noch einen hin. So. Hier ist gesichert. Die sind zwar irgendwie sinnlos, die beiden, aber es geht nur darum, dass ich hier versperre. Ich möchte nämlich, dass sie hier außen lang kommen. Also, kommt. F, beschleunigen wir die ganze Sache. Welle 1, meine Freunde. Level 14. Los. Ja, ja, ja. Ja, und dann kann ich nämlich hier auch gleich... Ne, hier machen wir dann... Hier machen wir dann richtig, ey, Mambule. Ne, Erschütterungsturm. Hier bauen wir die Insel der Erschütterungstürme. Ich hab's immer mit meiner Insel, mit meinen Straßen. Natürlich ist das auch jetzt sehr beschissen, dass die gleich die Luft... Flieger angreifen, die habe ich ja wieder ganz vergessen. Mensch. Komm. Wenn wir unsere Kerne wieder haben möchten, müssen das hat ja gerade Musik gehabt. Komm her hier. Rakete. Vernichten Sie sie und holen Sie die Kerne zurück. Dann hier gleich ein Temporal, damit die hier langsamer werden. Geschützturm, Geschützturm. Die Hölle der Geschütztürme. Ja, die können wir vergessen, die sind weg. Oder doch nicht? Ja, ein paar müssen wir noch zurückholen. Wir haben. Was haben wir denn jetzt? Angriffswelle 4, genau. Jetzt müssen wir upgraden. Da kommen wieder welche. Jetzt müssen wir upgraden. Mal sehen. Ich wollte eigentlich nie wieder hierher zurückkehren. Aber damit müssen jetzt werden wir uns beide leben. Nach und nach durch die Reihe die upgraden. Leben kann man meine Daseinsform kaum nennen. Aber immerhin darf ich noch kämpfen, nicht wahr? Also wie optimistisch bist du. Mag Erdbeeren. Mag VIP-Partys. Ich frag mich echt, was der Typ mal vor seinem Leben war, bevor der dieser Bot war. Spielt keine Rolle, die Kerne bleiben zu Hause. Hier würde ich jetzt mal so ein Dingsturm hinstellen, aber das ist. Bäh. 25% mehr Ressourcenausbeute macht der Turm, also. Der Kommandoturm. Werden wir mal ansetzen.
Aber das gilt jetzt nur in dem Bereich, wo die sind, wa? Also, ist ja beschissen. Müsste ja hier bauen. Theoretisch betrachtet. So, jetzt laufen sie durch den Tunnel. Und jetzt gibt es halt gleich Freestyle. Gleich zwei Upgraden hier. Schnappen Sie sich die Sieger. Haben wir einen? Nein, haben wir natürlich nicht. Hey, renn nicht weg hier. Das finde ich ist ein Fehler. Also wenn man hier drauf ist, man kann halt nicht gucken. Jetzt. So viel hat der Crasher noch. Upgrade. Hey. Upgrade. Ich glaube, es geht auf. Das Geschütz hat es diesem jämmerlichen Mistkerl. Aber mir gefällt der hin. Ja, ja. Das ist gut. Jetzt bist du Geschichte, mein Freund. Und weg. Bam! Unser Treffer. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Ja. Komm mal doch. Upgraden. Und hier stellen wir einen. Ach, Mann, ey. Mann, nö. Da. Einen von diesen Kommandotürmen. Da kommen die zwei Kerne zurück. So. Ich glaube, es funktioniert. Nein! Der ist doch tatsächlich durchgefahren, die Sau. Wir haben es echt geschafft. Mist. Naja, was soll's. Aha, der hat es nicht geschafft. Okay, dann halt nehmen wir hier gleich. Sie stehlen unsere Kerne. Erschütterung. Erschütterung. Und hier den Upgrade. Wir sind gut im Rennen. Ja, denk schon. Wir sind auch jetzt schon bald durch. Es ist gar nicht mehr so weit. Eigentlich, warte, sind noch, glaube ich, jetzt, wie viel Level haben wir denn jetzt noch? Das ist 14, ne? 15, da kommt 16, 17, 18. Ich glaube 5 Stück noch oder so. Kann ich jetzt nicht sagen gerade. Auf jeden Fall wird das letzte Level ein riesengroßer Showdown. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich habe mir da was ausgedacht. Was ich natürlich jetzt hier noch nicht an der Stelle verraten werde. Ich muss mich erstmal durchkämpfen. Geht aber heute hier ein bisschen zäh voran. Weil darf ich nicht vergessen, hier abzubraden vor allen Dingen. Es gibt aber hier ordentlich. Power. Ja, muss mal reagieren. Der Geschützturm hat sie erledigt. Ja. Bis jetzt sieht es aber noch hier stabil an der Stelle aus. Ich denke mal, das Ding ist geschafft. Das haben wir auch geritzt. Jetzt den upgraden. Temporal können wir nicht upgraden. Oh, jetzt kommen wieder ganz krasse. Upgraden den Kommandoturm, damit er uns noch mehr Ressourcen rausholt. Funktioniert. Ratten.
Bande. Da. Was ist denn für einer? Decoy. Was? Decoy? Okay. Jacke die Hose. Den Grain Map. Dass wir da auch einen starken Mal haben an der Ecke. Mist. Oh, guck mal, wie er den schon auf den Latz gehauen hat. Was kommt denn da noch? Kommt da noch was Schweres? Oder wartet schon? Also den Laser hebe ich mir jetzt auf. Den werde ich jetzt noch nicht opfern. Nur Fußvolk. Egal, okay, Kombination. Wir lassen das hier nicht zu. Nee. Hätte ich mir auch schenken können. Jetzt rennen sie da weg, die schleimigen Viecher. Bin ich mal drauf einbilden. Oh nein. Doch, da sind noch welche. Wir können keine mehr entwehren. Ja, ja, was soll denn das? Die Bude ist doch noch voll. Und jetzt kommt die Angriffswelle 15, die letzte, die verheerende, die wir überstehen müssen. Ah, ein Kern ist wieder gesichert. Und den hier. Den hier. Jetzt haben wir schon eigentlich ziemlich gut. Komplett. Jetzt noch den Temporal ein bisschen vergrößern. Upgraden. Mehr brauchen wir gar nicht diesmal. Yo, 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 yo. Jetzt ist wichtig, dass wir hier unsere Erschütterungstürme nochmal upgraden. Wenn wir das hinkriegen. Geschütztürme sind äußerst wichtig. Ja, das sagst du jedes Mal. Geht's aber rund hier, auf die letzten Meter. Nee. Ist das ein Gemetzel? Das war's. Das war's. Auf Wiedersehen, ihr kleinen Schwuchteln. Niemand. Alle weg. Das wird sie eine Weile. Glaube ich nicht. Die kommen doch bis jetzt jedes Mal wieder angekrochen, diese Viecher. Ich denke, unspektakulär war gut. Machen wir, denke ich, mal weiter. Alles klar. So, jetzt geht es weiter mit Level 15 am Scheideweg. So, jetzt wollte ich ja nochmal gucken, wie viel kommen denn jetzt noch. Also nach diesem Level am Scheideweg, danach kommen noch 1, 2, 3, 4, 5. Der letzte Kampf. Oh, weia. Das wird schon so. Am Scheideweg. Was haben wir da wieder für Informationen? Okay, wo steht's? Ach, da. Ja, dieser Knotenpunkt ist ein Symbol der Zusammenarbeit und verbindet die beiden großen Kolonien, die den ersten Krieg überlebt haben. Es müssen beide Eingänge geschützt werden. Also das Thema hatten wir schon mal mit beide Eingänge schützen, oder? Beide Positionen. Da wollen wir nicht viel quatschen, einfach mal gucken. Ich meine, es ist nicht leicht für mich. Wissen Sie, Sieg war mein Sohn. Sieg war mein Sohn. Er starb, als sie unsere Stadt einnahmen, und ich hatte fast vergessen, dass er tot ist. Ist auch noch. Aber wir müssen alle irgendwann sterben. Also auch noch einen toten Bruder hat die Sau. Vielleicht sogar ich. Nein, musst du nicht. Du bist einfach nur ein Roboter. Du bist ein Terminator. Nichts anderes, Mann. So. Das ist ein Ditch schon wieder. Also wir verfolgen einmal, erstmal Überblick. Das ist ja riesig. Seien Sie auf der Hut. Sie können von überall kommen. Von überall? Also von hier, wir gehen mal, es sind zwei Farben haben wir hier, zwei Routen. Einmal eine rote Linie. Okay, die gehen dann hier lang und da und da und gehen dahin.
Dann haben wir einmal die grüne Linie. Okay, dann gehen sie hier lang. Ja, das wird doch aber nichts anderes sein wie letzte Mal, oder? Ich meine, okay, wir werden das jetzt ganz frech probieren, wa? Jetzt muss ich mir halt überlegen, welche Position möchte ich zuerst verteidigen? Ich würde ganz frech sagen, ich gehe hier hin einfach. Ich habe ja 1000. Was soll's? Dann machen wir hier ein Temporal hin. Dann hier einen... In den Rundungen kommen immer Erschütterungstürme, gut. Erschütterungstürme. Und... Ja. Geschützturm. Das werden wir ja gleich feststellen. Wenn die raustragen und der sagt dann, oh, das Licht geht aus, dann müssen wir tatsächlich beide verteidigen. Ansonsten bin ich jetzt einfach so, dass ich nur die eine Stelle wieder verteidige. Ich will nämlich beweisen, dass es ein Fehler ist. Denn es wäre ein Spielfehler. Wenn es so einfach geht. Ich meine, man bräuchte ja sich nur, wenn man sagt, ich will durchspielen, nur auf eine Stelle konzentrieren. Es müsste so gemacht werden, dass halt, wenn die Bude zum Beispiel, der hier ausgeräumt wird, dann müsste gleich vorbei sein. So sagt man, du, gleich geht Licht aus. Also man hätte so machen müssen, man muss beide verteidigen. Das wäre vielleicht besser gewesen. Aber wir beobachten. Laufen da durch. Nehmen sich alle Kerne. Achtung, Sie haben einen Kern gestohlen. Und hier werden wir dann mal... haben doch bestimmt wieder... Was war das? Entschuldigung. Tee? Ah, wieder eine Flugbahn. Also kriegen sie auch hier gleich einen Raketenturm. Würde ich sagen. Nehmen wir gleich... Nehmen wir drei? Nee. Ah, was mache ich denn jetzt hier? Nee, was passiert denn, wenn ich einen Erschütterungsturm bastel? Oder hier? Jetzt drücken wir uns mal auf Erschütterungsturm. Ist auch ganz cool. Na, natürlich dann unser Mist. Aber nichts. Haben wir alle schon wieder verschwendet. Komm, F. Ohne die Kerne sind wir verloren. So, hier sind alle schon weg. Und es geht weiter. Uns geht die Energie aus. Wenn wir unsere Kerne wieder haben möchten, müssen wir sie ausschalten. Klappt doch. Dann graden wir die mal ab. Schilde im Anmarsch. Tatsächlich, die laufen hier lang und ist aber schon nichts mehr, wa? Wie den auch sei, werden wir Level 15 so lösen. Können die Leute sich ja auch mal in den Kommentaren zu äußern, ob sie es gut finden. Oder soll ich nochmal ein extra Video machen, wo ich das versuche, dass ich beide verteidige, beide Positionen? Könnte ich auch mal machen. Aber wir spielen erstmal hier auf Durchspiel. Die Schilde kommen. Na dann. Wo seid ihr? Vorsicht, wir haben nicht mehr viel Energie. Doch, genug. Hä? Wo sind die denn hin? Ach scheiße, der reicht nicht. Ich hab, glaube ich, wieder vergessen. Sind denn weg? Na bitte, oh, wir haben einen Kern zurückerobert. Irgendwas ist schiefgelaufen. Die haben wieder... Ach, die sind bestimmt wieder angekommen und sind weggeflogen. Ich hab's nicht gemerkt. Was soll's? Ach, brauch noch ein bisschen. Wo sind sie? Hier laufen sie im Kreis, die Idioten. Na dann, viel Spaß beim Nichtsholen. Aber da kommen schon die nächsten... Wieder die Rindviecher, die Rinds. Zeigen wir es den Biestern.
upgraden. Achtung, wir haben nicht mehr viel Energie übrig. Das ist nicht so optimal. Das müsste ich eigentlich mit Laser angreifen. Ich will das auch für den Journalist hier. Mann, was mache ich denn? Mache ich das jetzt oder nicht? Ich warte erstmal, bis die hier weg sind. Was hat denn das gemacht, ey? Was liegt das da machen, ey? Das ist scheiße. Einen Kern haben wir jetzt nur, ja? Vorsicht, wir haben nicht mehr viel Energie. Ja, drei Kerne, super. Und 30 Angriffswellen soll ich überstehen? Das geht doch gar nicht. Na dann komm her. Das ist ja auch wieder beschissen, ey. Hier fliegen sie durch. Komm. Auch nichts Spektakuläres heute. Uns geht die Energie aus. So, jetzt kommt, wird's aber interessant. Wie laufe ich denn noch ein? Wie sein, dass der damit durchkommt? Oh, Mist. Eigentlich ist verloren, wir haben verloren, Leute. Achten Sie auf den Energiestand. Er ist extrem niedrig. Jetzt muss der aber upgraded werden. Bis auf Rot. Der darf ihn nicht durchlassen. Mann, nein, mein alle. Oh. Wo ist der? Ist er nicht hier irgendwo? Schon durch? Mist, da war doch gerade einer, der einen... Der den Punkt... Der... Da war doch gerade einer, der einen Energiekern hatte. Wo ist denn der hin? Weg. Also eh... Also mit der Leistung bin ich jetzt nicht zufrieden. Ob ich das noch schaffe? Ich habe ja noch meinen Joker. Und ich habe wenig Punkte. Überleg mal, ich habe 1, 2, 3 Erschütterungstürme, ein Geschützturm, temporal 2 Raketenabwehrtürme. Uns geht die Energie aus. Nee, kann er sie halten? Das wollen wir mal wieder aufräumen. Bis jetzt funktioniert. Kommt her. Ich werde jetzt, ich gehe jetzt auf Spekulieren. Vorsicht! Jetzt hier der wichtige Kern. Mist, das ist jetzt richtig spannend. Der Kern bleibt in der Bude. Nein, nein, nein. Boah, verdammt, hat der einen? Er hat keinen. Aber wo ist er? Ja, er hat ihn. Der hat den mitgenommen. Aber ich werde ihn nicht lassen. Wir wandern schön zurück. Mann, jetzt wird es hier aber auf die letzten Meter spannend. Ich habe noch 2 Wellen zu schaffen. Ah! Oh Gott. Leute, Leute, Leute. Der Kern bleibt zu Hause. Ich muss nur noch
Welle 26 überleben, 27, 28, 29, 30. Ach du Scheiße. Ein Kern. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Verdammt. Es wird jetzt schwer. Erledigen Sie die Mistkerle. Ja, mache ich. Kein Problem. Aber wo ist Sieg? Die Luftabwehr ist gefordert. Das Ding ist ja so, einer reicht schon. Wenn einer durchkommt, ist der Kern weg. Hab schon mal durchdisponiert. Das letzte Level. Die letzte Schlacht, oder wie das hieß, wird ein einzelnes Video. Nur das Level. Ganz allein in einem Video. So, jetzt habt ihr euch den einen Kern genommen. Nee, oder? Der hier ist es anscheinend. Ja, haben sie. Achtung, Angriff! Der Orbitallaser ist jetzt einsatzbereit. Ja, den werden wir brauchen. Durst. Aber das zeigt mal, also wenn das jetzt funktioniert, sieht man wieder mal, dass man mit, sag ich mal, recht wenig Aufwand das schaffen kann. Also, ist nicht schön, aber man kann es schaffen. Sehen wir noch den hier? Ey. Funzt. Läuft. Das wird nicht leicht. Das hat keiner behauptet, dass das leicht wird. Die sind eigentlich völlig sinnlos, die zu befeuern. Ach, echt, das war schon? Jetzt ist schon die Welle. Wir haben jetzt schon die Angriffswelle 30. Na super. So, wo sind denn die Harten? Da sind die Harten, oder? Sie auf den Energiestand. Er ist extrem niedrig. Machen wir mal anders. Wir warten genau ab. Jetzt kommen wir, jetzt haben wir den Orbitallaser. Wir werden das genau abtimen. Wenn die auf gleiche Höhe sind, kriegen die ein Ding drin, hier wirkt aber richtig. Boah, das ist ja sensationell. Komm, den einen noch. Wenn ihr auf Höhe von den in der Mitte seid. Und jetzt. Jetzt und baff! Jetzt wissen Sie, wie sich ein Angriff aus dem All anfühlt. Ey, mehr Glück als Verstand heute. Oh. Wieder so ein geiles Ding. Auf dem letzten Kern. Ist da noch wer? Ist da noch wer? Ach, da sind die. Da sollen sie doch gehen. Na los, komm. Alter. Oberdreist. Hier so eine kleine Futzel, so eine kleine Futzelinsel nur gebastelt, um das Level zu schaffen. Das ist ja echt so dreist hier. Eigentlich müsste ich das umbenennen. Eigentlich müsste ich das Defense Grid Tornado Stream Let's Play dreist oder so. So muss diese Welt aussehen. Ja, so muss sie aussehen. Also echt mega dreist heute. Der dreiste Tornado. Hat sich dreist durchgesetzt mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Türmchen. Das war etwas zu knapp für meinen Geschmack. Den Spruch habe ich schon mal gehört. Alles klar. So, das war's wieder. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Macht's gut, euer Tornado. Ciao.